Märchenstunde mit Onkel Vogel. Ein Kommentar, der auf ein kurzes Video von mir gekommen ist, wo ich drin erwähnt habe, dass man, wenn man Beweise über den Islam haben will, sich doch einfach mal meinen Vortrag anschauen soll auf YouTube, der hundertprozentig beweist, dass der Koran das Wort Gottes ist. Die Antwort ist nicht, ich habe mir das Video angeguckt und das und das und das sehe ich als verkehrt und für mich ist das und das kein Beweis, sondern die Antwort ist Märchenstunde mit Onkel Vogel. Naja, das ist eigentlich für uns eine Bestätigung oder genau die Beschreibung, die wir im Koran hören. Der häufigste Grund oder einer der häufigsten Gründe, warum Menschen in die Hölle gehen, ist der Hochmut. Ist der Hochmut. Sie sind einfach zu hochmütig, sich mit der Wahrheit zu beschäftigen. Das heißt, wenn sie in die Hölle hineingeworfen werden, hören sie von ihr stoßweises Aufheulen, während sie brodelt. Beinahe würde sie vor Wut bersten. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Jedes Mal, wenn eine Schar hineingeworfen wird in die Hölle, ja, fragen die Hüter der Hölle: alam ya'tikum nadhir, ist zu euch kein Warner gekommen? Ist zu euch kein Warner gesagt? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. Ja, und dann sagen sie: Ja, doch, zu uns kam ein Warner, aber wir haben ihn der Lüge bezichtigt und gesagt, Allah hat nichts offenbart. Ihr befindet euch nur im großen Irrtum. Alles Schwachsinn, alles Märchen, was ihr erzählt. Das ist der Punkt. Und dann am Lachen. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. Wahrlich, die Übeltäter, die Mujrimun, haben über die Gläubigen gelacht. Wa idha marru bihim yataghamasun. Wenn die an denen vorbeigegangen sind mit Bart, mit Hijab etc. Also ich ging selbst so Zeichen gemacht. Yataghamasun. Ja? Und was passiert dann am Ende? Am jüngsten Tag falyawma alladhina amanu min alkuffari yadhakun. Und an jedem Tag, am jüngsten Tag, werden die Gläubigen über die Glaubensverweigerer lachen. Das ist der Punkt, worum es geht. Deswegen, wenn man nichts hat und keine Gewissheit für irgendwas hat und sich mit einer Sache nicht mal auseinandergesetzt hat, beziehungsweise noch nicht mal auseinandersetzen will, warum sagt man nicht, guck mal, hier ist mein Leben, es geht um die Ewigkeit. Was ist, wenn diese Person tatsächlich recht hat? Lass mich doch einfach mal 2 Stunden von diesen 78 Jahren, die ich eventuell lebe, vielleicht auch etwas länger, vielleicht auch etwas kürzer, lass mich doch mal 2 Stunden nutzen, um mir das anzuhören. Ich höre für so viele Geschichten von Leuten, deren Leben sich dadurch verbessert hat. Es geht hier doch um die Ewigkeit. Aber was sagen die? Kalu. Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Was sagen sie? Hätten wir nur zugehört und hätten wir nur unseren Verstand eingesetzt, dann wären wir nicht in der Strafe des Höllenbrandes. Das ist ihre Antwort. Das ist das, was sie ewig bereuen werden, dass sie nicht zuhören wollten. Man wird hier auf diese Sachen aufmerksam gemacht.